Vor mehr als 1300 Jahren spürte Muawiyah ibn Abi Sufyan, der umayyadische Khalif, dass nach 20 Jahren Herrschaft sein Tod bevorsteht. Er bat seinen Sohn Yazid, nach seinem Tod das Khalifat zu übernehmen und gab ihm mehrere Befehle, von denen eines darin bestand, 3 Männer zu bringen, ihm Treue zu schwören. Diese Männer waren Hussein ibn Ali, Abdullah ibn Umar und Abdullah ibn Zubayr. Yazid war so vernarrt in die Tierjagd und Selbstbelustigung, dass er Damaskus sofort verließ, achtlos über die Krankheit seines Vaters und wie es ihm denn derzeit erginge. Nur wenige Tage vergingen, bis Yazid die Nachricht vom Tod seines Vaters erhielt. Sofort kehrte er in den Palast zurück und ernannte sich selbst zum zweiten Khalif der Umayyaden. Um die Gunst der Leute zu gewinnen, bot er ihnen große Summen an Gold an und versprach ihnen mehr von der Kriegsbeute, da er Invasion des benachbarten Iraks plante. Also sandte er 2 Briefe an den Gouverneur der Stadt Medina. Im ersten Brief informierte er ihn über den Tod seines Vaters und in einem zweiten, geheimen, in ein kleines Stück Papier geschriebenen Brief befahl er dem Gouverneur al-Hussein ibn Umar und ibn Zubayr zu zwingen, ihm die Treue zu schwören. Und sollten sie sich weigern, so müssten sie geköpft werden. Als der Gouverneur die Briefe erhielt, ließ er nach al-Hussein rufen und bat ihn, Yazid die Treue zu schwören. Al-Hussein lehnte diese Anordnung jedoch mit der Begründung ab, dass das Versprechen öffentlich sein müsse, und bat den Gouverneur um einen Tag, um darüber nachzudenken. Er beschloss später, mit seiner Familie und Anhängern nach Mekka aufzubrechen. Vor seiner Abreise überreichte er seinem Bruder Muhammad ibn al-Hanafiyya einen Brief, in dem er die Gründe für seine Ablehnung des Treueeides gegenüber Yazid erläuterte und erklärte, dass er gegen Korruption und Unterdrückung rebellieren werde. In Mekka waren die Menschen überglücklich, dass al-Hussein unter ihnen war. Sie besuchten ihn am Tage und in der Nacht häufig, während er sich dem Fasten und Beten widmete. Während dieser Zeit war Kufa eine Hochburg der Oppositionspartei der Umayyaden geworden. Dort versammelten sich die Menschen im Haus von Sulaiman ibn Surt al-Khuza'i, um den Brief an al-Hussein zu schreiben, indem sie ihm ihre Unterstützung zusicherten und ihn baten zu kommen. Sie kündigten ihre Rebellion gegen ihren korrupten Gouverneur an und ihre völlige Bereitschaft, mit al-Hussein zu kämpfen und sich zu opfern. Als al-Hussein ihre Briefe erhielt, gab er zunächst keine Antwort, doch die Leute aus Kufa schickten ihm immer wieder Briefe, in denen sie ihn baten, umgehend nach Kufa zu kommen. Schließlich antwortete er auf ihren Ruf und schickte seinen Cousin Muslim ibn Aqil als seinen Vertreter nach Kufa, um die genaue Situation und die öffentliche Meinung zu beurteilen. Er forderte auch die Leute auf, Muslim die Treue zu geloben. Muslim kam in Kufa an und las al-Husseins Brief in der Öffentlichkeit vor. Die meisten Menschen schworen ihm die Treue und bald wandte sich die Situation gegen den Gouverneur von Kufa. Als Yazid die Nachricht erhielt, forderte er wütend nach seinem Berater Sir John, der ihm riet, den Gouverneur von Kufa durch den Gouverneur von Basra, Ubaydullah ibn Ziyad, zu ersetzen, der für seine Brutalität, Aggressivität und starke Loyalität gegenüber den Umayyaden bekannt war. Ibn Ziyad führte den Befehl seines Herrn schnell aus und verließ Basra, um nach Kufa zu gelangen. Er betrat den Gouverneurspalast und hielt eine Rede, in der er all jenen, die sich auflehnen wollten, mit dem Tod durch die brutale Armee drohte, wenn diese eintrifft. Niemand schenkte Ibn Ziyads Drohungen Aufmerksamkeit. Und als die Zahl der Anhänger Muslims auf 20.000 stieg, schickte er einen Brief an al-Hussein, in dem er ihn aufforderte, unverzüglich nach Kufa zu kommen. Doch in nur wenigen Tagen hat sich die Situation in Kufa drastisch verändert. Ibn Ziyad ist es gelungen, eine große Zahl der Anführer der Rebellion zu verhaften und die Anhänger Muslims durch eine Strategie der Belohnung und Strafe zu zwingen, ihn im Stich zu lassen. Das Volk von Kufa wechselte daraufhin ihre Loyalität von Hussein zugunsten von Yazid und bald darauf wurde Muslim verhaftet und hingerichtet. Seine Leiche wurde durch die Straßen geschleift und sein Kopf zu Yazid geschickt. Währenddessen entschloss sich al-Hussein, Mekka zu verlassen, um nach Kufa zu gelangen. Er begann seine Reise am 8. von Dhul-Hijjah, zusammen mit seiner Familie und seinen Anhängern, nichts ahnend über die Veränderungen in den letzten Tagen. Und erst auf dem Weg nach Kufa wurde ihm klar, was dort geschah. Er berichtete offen all seinen Gefährten über die Umstände von Kufa und diejenigen, die ihm nur zu ihrem eigenen Vorteil gefolgt sind, beschlossen, zurückzukehren.
Nur etwa weniger als 100 Anhänger, etwa 72, entschieden sich, letztendlich bei ihm zu bleiben. Al-Hussein und seine Anhänger wurden von der Spitzenwache der Armee Yazids, etwa 1000 Mann, unter Führung von Al-Hur ibn Yazid al-Riyahi abgefangen. Er hinderte Al-Hussein daran, sich Kufa zu nähern oder nach Al-Madina zurückzukehren. So hielt Al-Hussein eine Rede, in der er die Ziele seines Marsches darlegte. Al-Hur blieb jedoch standhaft und schrieb einen Brief an Ibn Ziyad, in dem er ihn über die Geschehnisse informierte. Die beiden Konvois schlugen in Richtung Norden ein, bis sie Karbala erreichten. Am nächsten Tag, gefolgt von Umar ibn Sa'ad, der 4000 Soldaten anführte, deren Zahl im Laufe der Zeit zunahm. Zunächst vermied es Umar ibn Sa'ad, gegen Al-Hussein zu kämpfen, bis er einen Brief von Ibn Ziyad erhielt, in dem ihm befohlen wurde, Al-Hussein zu zwingen, Yazid die Treue zu schwören und ihm und seinen Anhängern den Zugang zu Wasser zu verwehren. Al-Hussein hingegen bemühte sich sehr, Ibn Sa'ad zu einem Sinneswandel zu bewegen. Er traf sich mehrmals mit ihm, um ihm zu versichern, dass er es vollständig ablehnt, Yazid die Treue zu schwören. Ibn Sa'ad schrieb einen Brief an Ibn Ziyad und bat ihn um Erlaubnis, Al-Hussein entweder zu Al-Madina oder zu einer der 4 Militärbasen zurückkehren zu lassen. Ibn Ziyad lehnte das Angebot ab und befahl Shimr ibn Dhul-Jawshan, einem militärischen Führer, das Kommando zu übernehmen, falls Ibn Sa'ad sich weigert, gegen Al-Hussein zu kämpfen. Er befahl auch dem Reiter auf Al-Hussein ibn Alis Leiche zu treten. Shimr kam am 9. Muharram in Karbala an und übergab Ibn Sa'ad den Brief, der den Krieg erklärte. Al-Hussein drückte Umar ibn Sa'ad seinen Wunsch aus, ihm Zeit bis zum nächsten Tag zu geben, damit er sich auf die Schlacht vorbereiten und sich gleichzeitig dem Gottesdienst widmen könne, wohlwissend, dass es sein letzter Tag sein würde. Dann versammelte er seine Männer und hielt eine Rede, in der er ihnen sagte, dass es ihnen allen freistehe, das Lager zu verlassen, anstatt dem sicheren Tod ins Auge zu sehen, wenn sie sich entschieden, bei ihm zu bleiben. Keiner von Al-Husseins Männern ist übergelaufen und sie alle blieben an seiner Seite. Sie drückten ihren Wunsch aus, zu bleiben und sich zu opfern, koste es, was es wolle. Er dankte ihnen für ihre mutige Tat. Die Männer hielten eine Mahnwache und beteten die ganze Nacht, rezitierten den Koran und bereiteten sich auf die Schlacht vor. In der Morgendämmerung des 10. Muharram mobilisierte Al-Hussein seine Männer, leitete die Gebete und betete zu Allah. Dann ritt er sein Kamel und hielt eine Rede an die Armee der Umayyaden, in der er sie beriet und gleichzeitig vor den Folgen ihrer Tat warnte. Leider weigerten sie sich, ihm zu gehorchen, mit Ausnahme von Al-Hur ibn Yazid al-Riyahi und einigen anderen Soldaten, denen Al-Hussein für ihre Unterwerfung dankte. Als Al-Hussein seine Schlussrede beendete, schoss Umar ibn Sa'ad seinen Pfeil ab und sagte, seid Zeuge, dass ich der Erste bin, der schießt. Danach begann die Schlacht von Karbala. Es kam zu Gruppenkämpfen, Einzelkämpfe und die Gefährten von Al-Hussein kämpften tapfer und töteten eine große Anzahl der Umayyaden, bis sie selbst getötet wurden. Ali al-Akbar, der Sohn von Al-Hussein, war der erste Hashimi, der getötet wurde, gefolgt von anderen, bis Al-Abbas an der Reihe war, dessen Arme abgetrennt wurden, während er eine mit Wasser gefüllte Schale trug, die er ins Lager zurückbringen wollte. Al-Hussein wurde aus allen Richtungen angegriffen, aber es gelang ihm, eine Anzahl der Umayyaden zu töten und Ibn Sa'ads Truppen zu zerstreuen. Sein Feind überschüttete ihn weiterhin mit Pfeilen und Speeren, bis er zu Boden fiel, woraufhin ihm Shimr ibn Dhul-Jawshan brutal den Kopf abschlug. Umar ibn Sa'ads Armee plünderte das Lager der Familie Al-Husseins und dabei nahmen sie Frauen und Kinder gefangen. Danach befahl Umar ibn Sa'ad 10 seiner Männer, Al-Husseins Leiche mit ihren Pferden zu zertrampeln. Die Köpfe der Märtyrer wurden dann durch Kufa und nach Damaskus getragen. Auch nach 1300 Jahren lassen die Menschen die Ereignisse von Karbala während des 10. Muharram jedes Jahr wieder aufleben, um die Tapferkeit und die Opfer Al-Husseins für das Gute zu gedenken. خذني إلى قبرك خذني لو زعلتك سامحني عن بابك لا تطردني يا أبوي قبلني قبلني خذني إلى قبرك خذني لو زعلتك سامحني عن بابك لا تطردني يا أبوي قبلني